Die gute Aladdin 1500, man kennt sie. Den guten Lotus 10 Plus, man kennt ihn. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. David aka Dylit hat ein sehr interessantes Video hochgeladen, wo er mit 45 mm Kohle raucht. Ob das was taugt und ob das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Liebe Shisha-Freunde, heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch auf meinem Kanal. Ihr habt es bereits vor ein, zwei Wochen auf meinem Instagram-Kanal gesehen, ich glaube vor zwei oder drei Wochen sogar. Ich habe eine besondere Kohle und zwar eine 45 mm Kohle. Hier nochmal als Vergleich halte ich eine 26er daneben und werde jetzt ranzoomen. Man wird sich denken, holy fuck, das ist echt groß. Diese 45 mm Kohle habe ich letztens bei einem Hersteller, der hatte die rumliegen, hat die im Schrank gehabt. Grüße gehen da an den lieben Hasloker raus, der ist ein Pfeife, wir auch heute rauchen werden. Der hatte die nämlich rumzulegen und der hatte die von der Hooker Club Show aus Russland. Und dort wurde ihm die mitgegeben. Die Marke ist irgendwie Oasis Premium Coconut Kohl 45 mm. Kommt einzeln verpackt. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob man überhaupt eine in den Lotus bekommt. Ist ein witziger Werbegag und ich muss sagen, mich haben so viele darauf angeschrieben, wo es die gibt, wo man die haben kann, was man damit machen kann oder sonst was, Freunde. Ich denke mal, das Ganze ist eine Spaßkohle, denn das Ding wird ganz schön viel Hitze haben. Gehe ich ganz schön gut vor, ganz schön stark von aus. Gehe ich ganz schön gut ganz schön aus. Ja. Denn ich habe mit dem Ding auch schon geraucht. Ja, ich hatte schon mal mit einer geraucht, jetzt habe ich noch. Gehe ich von aus. Habe ich nämlich schon geraucht. Perfekt. Zwei Stück. Aussehen. Eine werden wir jetzt verbraten, die nicht so ganz schöne. Die schöne habe ich mir extra behalten, die werde ich schön aufheben, weil die so ein kleines schönes Andenken an ein lustiges Video und an ein lustiges Stück Kohle, was einfach mal endlos groß ist. Ich habe das Ganze schon anzünden lassen, beziehungsweise ich blende euch mal ein, wie das Ganze im Vergleich richtig aussieht. Boah, zur 6. Krank. Das ist echt krank. Das kannst du eher in den Grill werfen, Junge, aber auf den Kopf. Holy shit. 20er Kohle, auch wie es im Vergleich aussieht. Digga, die halbe Turbine ist voll. Die halbe Turbine. Junge. Das ist ja wild. Das ist ja ganz, ganz wild. Ohne Korb dann, beziehungsweise auf dem Anzünder. Denn ich habe schon eine angezündet. Auf der Shisha-Turbine hat das ganze Ding mit 3-4 Mal, wenn 13 Minuten gedauert oder 14, als wir beim Hersteller waren. Ich und Schmitty waren übrigens da. Da hat er aus Zufall gesagt, dass er die hat. Da hat das Ganze 20 Minuten gedauert. Und ich grüße auch an einen anderen Hersteller, danke für diese Zange nochmal, die macht sich die einzige Zange, die wirklich optimal dafür ist, denn diese Kohle ist wirklich, tschüss, Mundstück, fucking massiv, es Junge, ist sogar schon was. Alter, wie das immer aussieht, auch hier in der Zange. Tschüss, Mundstück. Wild, wie riesig. Alter. Fucking massiv, es ist sogar schon was abgebrochen, sehe ich da. Deswegen sollten wir nicht lange hier rumsprechen, sondern ja, sollten wir einfach mal reinmachen. Wie gesagt, hier mal eine normale 26, die ich auch mal angezündet habe. Wir haben einen Werk von Zeus Card Lotus, Kalaut Lotus 1 Plus. Und ich würde sagen. Kuss für die richtige Aussprache. Wir geben die jetzt einfach mal so rein, wie auf dem Bild beschrieben. Und hängen die einfach so schräg hier rein. Alles klar, Digga. Man kennt ihn. Eine Kohle, das ist ja echt spannend. Ich habe nämlich ja. Stell dich mal vor, ich frage so einen Kumpel, sag mal, hier, du hast doch auch hier diesen Werkbund Zeus, oder? Ne? Wie viel Kohle nimmst du da? Eine auf Kipp, Digga. Digga, was? Wie gesagt, noch das zweite Stück, das ist ein bisschen schöner, das hätte ich auch anzünden können, aber dann hätte ich das ekligere Stück noch gehabt. Ich habe das Ganze auch mal nachgemessen, weil hier steht ja 45 mm. Eine normale 26er, wie ich sie hier hat, sind wirklich 26 mm. Ich weiß, mit dem Zollstock ist nicht ganz genau, aber so ungefähr. Und hier haben wir 44 mal, aber hier haben wir, ja, hier haben wir so 44,5. Es sind schon gute 45 mm. Ich lasse das mal durchgehen als größte Kohle der Welt. Es wird nicht die allergrößte sein, aber die größte, die wahrscheinlich kaufbar ist oder käuflich erwerbbar ist.
würde sagen, wir lassen das Ding immer noch ein bisschen aufheizen. Denn was ist das große Problem? Er berührt einfach nicht mal den Kalautboden. Das sieht man ja an der Seite. Er berührt ihn einfach nicht. Er berührt nicht den Boden. Die ist so groß, die kommt nicht mehr an den Boden vom Kalaut. Wild. Kalaut. Ist das heftig. Also, du kannst wirklich unten drunter durchkommen. Könntest da, weiß ich, mit so einem Stift oder weiß ich, mit irgendwas Flachen könntest du unten am Boden rumreiben und... Ich werde mal ein paar Züge nehmen. Dann ewig, einfach, dass oder? Mal die Kohle mal wieder ein bisschen heiß wird, dass ihr merkt, okay, ich müsste jetzt gleich mal losarbeiten, bevor hier gar nichts passiert. Was ist denn... Meine Kohle auch immer, die wartet auch immer, bis ich ziehe und dann, okay, Bruder, jetzt geht's los. Große Problem bei so einer Kohle, weil direkt viele gefragt haben, ja, du gibst die, wäre ja mega geil. Also ich kann euch so viel sagen, die hat beim Hersteller, als wir bei dem Hustloker waren, die hat ewig gebrannt. Locker 3-4 Stunden war die noch an. Ich werde euch wahrscheinlich an dieser Stelle mal einblenden, wie lange sie gebrannt hat. Wir haben jetzt 23.30 Uhr. Ja, mal gucken, wie lange ich wach bin. Spätestens, wenn ich schlafen gehe. Ich werde dann mal zeigen. Vielleicht brennt sie auch bis morgen durch, das weiß ich nicht. Null. Aber ich werde euch dann einblenden, wie lange sie gebrannt hat, werde ich, wie gesagt, an dieser Stelle auch. Krass. Aber hat er auch 3 Stunden 30 damit geraucht? Heftig. Nochmal einblenden. Und ja, wie gesagt, sie hat ewig gebrannt. Das Problem ist halt bei so einer großen Kohle, sie nimmt halt in dem Sinne mehr Platz ein oder ist halt im Volumen größer. Ich habe jetzt leider nicht das ausgerechnet, falls jemand möchte, kann man so gerne sagen, wie viel Volumen eine 26 mm Kohle hat. Das ist wahrscheinlich einfach ausrechbar. Aus 26 Kubikmillimeter, Kubikliter, 0, minus geteilt durch 1000 halt, oder? Ausrechenbar, aus... Einfach berechenbar. Berechbar? Ihr wisst, was ich meine. Lost! Aber ich auch. Berechbar? Das habe ich schon wieder falsch gesagt. Mehr als, da hat natürlich die 45 mehr und ich würde sagen, das 45, na, schwer zu sagen, ob es mehr hat als 3 davon. Eigentlich nicht, da es ja, ihr wisst. Hey, doch, safe. Also ich meine, 45 ist ja fast das Doppelte von 26. Natürlich nicht genau, aber, ähnlich und dann sind das ja 8 26er, weil du gehst ja in drei Dimensionen, verdoppelt sich das ja. Also bist es ja, was ist 45 durch 2, hast du irgendwie 22 5er Kohle, also du bräuchtest 8 22 5er Kohlen, um eine 45er zu bauen. Deswegen, weil wenn man hier in diese Packung eine reinlegt, das ist ja auch, ich hoffe ihr seht das, da passen gefühlt noch 3 rein. Also der würde noch hier so einen hinpassen. So, also man könnte 4 am Boden und 4 noch übereinander. Würde rein theoretisch gehen. Habe ich schon ausprobiert, ist schon crazy. Ich habe mal hier nur am Tisch, ich weiß nicht, ob ich das nah eingeblendet kriege auf dem Schwarz, das halt immer ein bisschen schwer. Eine Hexagon, eine 26, eine 22 und die 45 mm Kohle. Einfach mal verstehen. Genau, hier, stopp. Das ist anscheinend eine 22er Kohle, meinte David. So, und dafür müsstest du hier eine hinlegen, hier eine hinlegen, hier eine hinlegen, hier eine hinlegen. Aber dann musst du ja hinten nochmal 4 dagegen zu tun, also 8. Hexagon, eine 26, eine 22 und die 45 mm Kohle. Einfach mal verschiedene Kohlenarten hingelegt, die ich so habe. Und es kommt schon mal ein bisschen Rauch. Ich gebe dem mal noch ein paar Minuten. Ich würde mal sagen, der Hobel ist... Ja, das würde natürlich dauern, vor allem wenn der unten nicht die Platte berührt, ne, bis sich das alles hier erhitzt und dann auch die Platte unten erhitzt. Das würde natürlich ein bisschen dauern. Sehr gut an. Was ist mir aufgefallen? Beim Ziehen einmal hat es ganz kurz sehr verbrannt geschmeckt. Ich denke mal, da hat sich ein Stück von der Kohle gelöst und ist dann durch den Kalautboden in den Tabak gefallen. Das Problem ist... Ich bin stolz auf Dölet, wie er jetzt jedes Mal Kalaut sagt. Das ist halt an der Kohle, weil die halt so groß ist, die ist halt wahrscheinlich nicht perfekt gepresst, sieht man vor allen Dingen an dem... Also die Kohle würde ich absolut sagen, wäre das eine Standard 26er, absolute Montagsproduktion, dieses eine Stück Kohle. So sage ich, gut, okay, man kann mit rauchen, sollte jetzt hier irgendwo was Kleines abblättern, dann ist das so, weil das ist auch 45 mm groß. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Man hat es auch beim Anzünden gemerkt, sodass schon so ein dicker Riss reinkam. Die ist wahrscheinlich nicht so gut gepresst wie die hier. Die andere, ich denke mal, das kann vorkommen, dass da halt mal eine nicht so gut gepresst ist, wie halt andere, gepresst heißt halt, oder was ist das Wichtige am Pressen einer Kohle? Desto besser eine Kohle gepresst ist, sagt man immer so schön, desto länger hält sie, beziehungsweise glaube auch, desto weniger ascht sie. Ich kann euch so viel sagen jetzt aus Erfahrungen, ich habe ja schon mal mit einer geraucht, circa eine halbe Stunde oder 20 Minuten.
dass sie wirklich danach kaum geascht hat. Auch so hat die kaum geascht und das ist schon verrückt, muss ich sagen. Also ich werde jetzt die Kohle nicht hochloben, die Oasis, das ist natürlich nur eine Gag-Kohle, denn... Der Zug ist auf jeden Fall schon Tabak sehr gut am Limit. Welchen Tabak habe ich natürlich gewählt? Chaos Türkisch Bubbles Red. Warum habe ich den gewählt? Wenn ihr das 10-Kohlen-Video gesehen habt, Freunde, dann wisst ihr, dass ich bereits Erfahrung habe und weiß, wann der Tabak dann mal wirklich in die Knie geht. Deswegen habe ich den gewählt, weil er gut Hitze ab kann. Und auf jeden Fall auch, du dann irgendwann merkst, wenn er viel zu heiß ist. Deswegen habe ich den gewählt, denn... Das Problem ist ja irgendwann nicht die Kohlegröße an sich oder dass die lange hält oder dass hier vielleicht ein bisschen was abblättert oder so. Das Problem ist, sie ist von der Masse zu viel und wird einfach zu heiß. So, weil du halt in dem Sinne nur ein dickes, fettes Stück Kohle hast, hört sich natürlich komisch an. Eine große oder drei kleine. Die drei kleinen machen nicht so viel Extremhitze wie diese eine große. Und das ist wirklich verrückt. Ich kann es euch wirklich halt nur aus Erfahrung sagen, dass sie halt von der Größe viel zu groß ist. Man könnte sie jetzt mittlerweile fast sogar normal reinlegen. Oh, jetzt geht. Überlegt euch mal, wie groß das oben ist. Und da passt gerade so jetzt diese Kohle rein. Schon nach bestimmt, weiß ich nicht, 15 Minuten Rauchen oder so. Heftig. Sogar, man kann sie normal reinlegen, dass sie wirklich normal drinnen liegt. Ne? Nicht angeschrägt oder so. Das heißt, jetzt eine Fläche liegt jetzt komplett am Boden. Ich denke mal, jetzt wird es gleich erstmal kurz verbrannt stecken, da ich da wahrscheinlich gerade ein bisschen was abgebrochen habe von der Kohle. Und ich merke jetzt schon im Mund, dass der Tabak viel zu heiß ist. So, und der Tabak wird jetzt nämlich schon extrem stark und läuft jetzt schon gut am Limit durch diese eine Kohle. Und das ist halt das grundlegende Problem an der Kohle. Wäre die ein Stück kleiner, 35 oder so, und richtig geil gepresst, dann wird es wahrscheinlich gehen. Das Problem ist aber, die wird dann zu schnell klein auf 26 und dann bringt das auch nichts mehr. Weil man rein theoretisch ja sagen könnte, eine 45 mm Kohle und so eine Suchtis wie ich, oder wenn da auch noch Suchtis sind, die wie ich sind, könnte man ja eigentlich so eine 45 mm Kohle eigentlich nutzen für einen Stream, weil du baust dir den ersten Kopf, haust den schön mit der Kohle, dann wird der Kopf runter sein, wenn die sehr gut gepresst ist, hat die vielleicht noch 35 mm. Dann rauchst du den nächsten Kopf mit der, weil die ja immer noch richtig stabile Hitze abgibt und die wird wirklich nicht so schnell klein. Das wäre natürlich optimal, Freunde. Aber sie gibt halt nur am Anfang zu viel Hitze, was ich persönlich blöd finde. Es wird rauchbar sein, wahrscheinlich auf übelsten Abstand oder so. Aber ich sag mal, wenn man jetzt hier so einen normalen Fall baut und es ist ja auch ein Callout hier abgebildet, beziehungsweise eine Smokebox, da wird das Ding halt viel zu heiß. Auf dem Kamin sieht das halt auch sehr witzig aus. Kann ich mal an dieser Stelle ein Bild einblenden, beziehungsweise eine Story von mir. Ich hatte das mal auf dem Kamin aufgelegt. Und auf dem Kamin sieht das halt, ja... Das sieht so lost aus auf dem Kamin. Es sieht so lost aus. Das halbe Kaminrohr ist fast weg und du hast halt nur eine Seite, wo eine Kohle liegt. Ist ja halt witzig, mit drei so Dingern mal auf dem Kamin zu rauchen, aber... Das wird kein Tabak der Welt überleben. Und jetzt ist der Punkt, wo er zu heiß ist. Also jetzt ist wirklich, ich sag mal, steht er jetzt nur ein, zwei Minuten länger oder ziehe ich noch einmal hintereinander, dann wird er auf jeden Fall hops gehen, der Tabak. Wenn man sieht, schon rauchen ist gerade unnormal. Also das ist wirklich unnormal. Entwicklung läuft aber. Vom Rauchausbeute, also wirklich perfekt. Aber der Tabak ist jetzt, ich sag wirklich noch, der Zug war jetzt schon noch so, der ging noch, die nächsten werden dann wirklich den Tabak killen. Und das ist das Problem an so einer großen Kohle. Es ist aber witzig, dass es sowas gibt, weil es halt so unvorstellbar ist. Und man müsste sich das einfach mal vorstellen, wenn man alles dreimal so groß macht. Die Pfeife dreimal so groß, also vor allem die Hasloke wäre witzig, dreimal so groß. Einen dreimal so großen Teller, einen dreimal so großen Werk von Zeus, einen dreimal so großen Kalaut. Und dann... Na, das wäre schon echt witzig. Das wäre schon echt witzig. Eins, zwei, also zwei so eine 45er nebeneinander und eine dritte auf Kipp. Das wäre auf jeden Fall ein lustiges Bild. Beziehungsweise würde safe lustig aussehen, weil es halt alles dreimal so groß ist. Und das wäre halt safe witzig, weil es so unvorstellbar ist. Und deswegen sieht das auch so witzig aus, wenn die hier einfach neben der anderen... Die,
Die gute Aladdin 1500, man kennt sie. Den guten Lotus 10 Plus, man kennt ihn. Also liegt ein absoluter Gag, die Cola. Also ich würde persönlich damit nicht rauchen, weil es zu viel Hitze ist, muss man sagen. Ich stehe zwar auf Hitze und ich mag das extrem heiß zu rauchen, aber das ist zu viel Hitze. Und ich merke jetzt schon, wie er gut am Schwitzen ist. Aber jetzt ist er wirklich richtig gut am Schwitzen. Man sieht es, denke ich mal, auch an der Rauchausbeute. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, diese 45mm Kohle und vor allem das Video, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. Und ansonsten, ja, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Aber nicht mit 45mm Kohle, sondern mit normalen. Die Musik ist irgendwie so richtig schön entspannt und tiefgründig, oder? Das dann nicht so heiß wird wie jetzt. Wilde Sache mit der 45mm Kohle. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Also heftig. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wäre ich direkt dabei, das mal auszuprobieren, muss ich ehrlich sagen. So.